Gutes Essen ist den meisten von uns wichtig. Im Sommer mit den Freunden und der Familie grillen? Herrlich. Die Currywurst beim Fußballspiel? Lecker. Und Mamas Rollbraten? Ein Gedicht. Wo aber kommt das Fleisch her, das wir uns so gerne schmecken lassen? Und wer sorgt mit seiner Arbeit dafür, dass unser nächster Grillabend nicht ins Wasser fällt? Alles beginnt hier auf der Weide und im Stall beim Landwirt. Gutes Fleisch kommt von glücklichen Kühen und Tieren, die artgerecht gehalten wurden und mit gutem Futter versorgt wurden. Haben die Tiere ein gewisses Alter erreicht, werden sie geschlachtet und von Fleischerinnen und Fleischern weiterverarbeitet. Gute Fleischer sind gesucht, denn es gibt zwar immer mehr Menschen, die gutes Fleisch mögen, umgekehrt aber gibt es immer weniger Fleischereien. Eine davon ist die von Familie Hüsch in Rosenheim im Westerwald. Fleischermeister Peter Hüsch legt großen Wert auf die Herkunft seines Schlachtviehs und darauf, dass das Fleisch zur Weiterverarbeitung von guter Qualität ist. Er weiß ganz genau, wo jedes seiner Fleischstücke seinen Ursprung hat. Unsere Bauern kommen überwiegend aus einem Umkreis von 10 Kilometern, also recht kurze Wege. Also den meisten sogar aus unter 5 Kilometern Umkreis. Und das ist halt schon sehr gut für die Tiere. Die Fleischerei Hüsch gibt es schon seit 1959. Genauso lange bildet sie auch im Fleischerhandwerk aus. Die Aufgaben für die Azubis sind vielfältig. Die grundlegenden Inhalte beinhalten natürlich die Zerlegung des Fleisches, auch die Produktion der Wurst und das Füllen, aber auch Vorbereitungen für den Laden zu treffen, also Braten machen und so weiter. Zur Normalqualifikation gehören dann natürlich auch Schlachtung, also man muss das nicht tun. Kundenberatung und Verkauf, dazu gehören auch Plattenlegen oder Kochen. Das kann man auch als Qualifikation sogar wählen. Geselle Willi Müller hat die Gesellenprüfung gerade erfolgreich hinter sich gebracht und ist immer noch zufrieden mit seiner Berufswahl. Man hat so viele Möglichkeiten hier und was mir besonders viel Spaß macht, ist auch das Feedback. Gerade wenn man grillt oder so mit Familie und Freunden sein eigenes Fleisch mitbringt, was man zusammen mit den Kollegen hergestellt hat. Die körperliche Arbeit ist zwar anstrengend, natürlich die Belastung, aber ist absolut kein Problem. Früher habe ich viel Geld für ein Fitnessstudio bezahlt und heute bekomme ich Geld fürs Sport machen. Im Verkaufsraum der Fleischerei endet dann die Arbeit für Geselle Willi und Meister Hüsch. Hier übernehmen die Fachverkäuferinnen im Nahrungsmittelhandwerk und stellen sich den Wünschen und auch Fragen der Kunden. Für Auszubildende Marien Tries ist vor allem die Vielfalt der Aufgaben ein Argument für die Ausbildung zur Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk. Man kann vielseitig sein, man kann alles lernen, was man hier so macht, zum Beispiel Spieße stecken oder Schweinefilet Kreta wickeln. Die Arbeit im Verkaufsraum und darüber hinaus hat viele Facetten und reicht von der Beratung über die ansprechende Präsentation der Waren bis hin zur Zubereitung von Fleisch- und Salatspezialitäten. Chefin Karina Hüsch weiß genau, was alles gefordert wird. Nachhaltigkeit, dann hier aus der Heimat, Regionalität, hier auf dem Land sowieso ein Schwerpunkt, der mit wichtigste Schwerpunkt eigentlich. Ne? Woher dann unsere Tiere kommen, direkt hier vom Bauern. Ne? Dass man da auch Hand in Hand mit den Bauern geht, ob das jetzt beim Geflügel ist, haben wir Familienbetriebe an der Hand oder beim Großvieh wie Rinder, Bullen und so weiter oder bei den Schweinen haben wir auch einen Familienbetrieb. Das sind so wichtige Punkte. Immer wichtiger wird den Kunden allerdings auch, dass sie um die Herkunft ihrer Fleischprodukte wissen. Für uns ist es sehr wichtig hier im Betrieb, dass die Tiere artgerecht gehalten werden, artgerecht geschlachtet, dass die Tiere artgerechte Haltung herkommen. Und dass sie direkt vom Bauern sind, regional, ne? Keinen weiten Anweg und so. Das ist das Wichtigste für uns. Fachkräfte im Nahrungsmittelhandwerk, speziell im Fleischerhandwerk, sind gesucht und haben gute Aufstiegschancen. Mit dem Meisterbrief in der Tasche kann zum Beispiel der eigene Betrieb gegründet werden. Und weil die Kunden immer größeren Wert auf gute Produkte legen, sind auch die Erfolgsaussichten rosig. Informationen zu den Berufen im Nahrungsmittelhandwerk gibt es unter hwk-koblenz.de oder direkt bei den Ausbildungsberatern der Handwerkskammer Koblenz.